Und du stehst hinten dran und denkst so, im Süden, weißt du, da bist du schon blöd angeguckt, wenn du das Geld nicht aus der Kasse, aus dem Geldbeutel rauskriegst. Und hier ist einfach so. Erstmal gemacht. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Camper Talk mit Teuer. Mein heutiger Gast, Marius Steinhauser. Hi. Moin. Moin aus Flensburg. Moin aus Flensburg. 27 Jahre. Geboren in Karlsruhe und aktiv in Flensburg. Man hat es gerade gehört. Moin aus Flensburg. Bist du schon so ein richtiger Norddeutscher oder was? Ich würde schon sagen, dass man viele Dinge, die hier oben gelebt werden, so gleich übernimmt. Und ich finde, entgegen aller Klischees, die man so von den Norddeutschen, sage ich mal, im Vorhinein mitbekommt, war es eigentlich so, dass die alle sehr warmherzig offen sind. Und auch echt einen guten Humor haben. Und deswegen, ich finde schon, dass man da direkt richtig geil integriert wird. Und dann versucht man das auch immer so zu verkörpern. Und es geht froh durchs Leben. Das ist interessant. Du als Süddeutscher, habe ich ja geboren in Karlsruhe. Also ein richtiger Badener ist, glaube ich, der richtige Begriff, oder? Oder man sagt ja, Badener, ja? Also Karlsruhe ist auf jeden Fall Baden. Ja, aber ich glaube, Badenser sagt man nicht, oder? Also aus meiner Zeit in Balingen waren wir ja die Schwor, also die Schwaben. Man sagt Schwabe. Badener oder Badenser? Was sagt man? Was ist richtig? Ich glaube, beides ist richtig. Also ich habe oft Badenser gehört. Also das ist okay, so nicht, wie, ja so gut, richtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwen auf die Füße trete. Das möchte ich natürlich nicht. Was ich witzig finde, ich sage tatsächlich auch in Lemgo Moin. Ja, also das ist da auch gang und gäbe und ich grüße auch so. Ich finde, damit kann man auch alles aussagen. Also das, aber sagst du das auch zu jeder Tageszeit? Ja, klar. Ja, auch abends gehst du vorbei und sagst mal Moin. So, ja, genau. Also das finde ich sehr unkompliziert und sehr, sehr gut. Du kannst quasi freundlich grüßen, du kannst einfach nur grüßen, aber Hauptsache du grüßt mit einem kurzen Jo, Moin. Ja. Also das Lustige ist, wenn ich im Süden bei meiner Familie bin, dann übernehme ich das ja immer und die Leute gucken mich an, als wäre ich aus der Galaxie. So abends. Ja, was ist bei euch? Servus oder Gute oder was sagt man bei euch? Ja, man sagt so Servus, Hallo, Tag oder irgendwie, also auf jeden Fall nicht so. Das Moin ist auf jeden Fall da aus einer anderen Galaxie. Das stimmt. Okay. Das ist interessant. Ich wollte dich eigentlich fragen, Unterschied Süden, hoher Norden, also geboren im Süden. Jetzt seit wie vielen Jahren bist du jetzt in Flensburg? Seit 2 oder 3 Jahren? Seit 3 Jahren, ja. 2017 bin ich gekommen. Okay, der große Unterschied. Und war das schwer? Wie muss man sich das vorstellen? Also du warst bei den Löwen mehrere Jahre, bist da ja auch in der Jugend gewesen, glaube ich, ja? Nein. Nein, bist du direkt zum Profis gekommen? Ja, ich bin direkt zum Profis gekommen. Ah, okay. Also ich habe relativ... Ich habe relativ spät angefangen, mit 15 Jahren erst Handball zu spielen und dann bin ich über meinen Heimatverein TSV Roth in der A-Jugend nach Schwetzing, HG Oftersheim Schwetzing, sagt ja bestimmt auch irgendwas. Na klar, und dann erstes B-Jugend deutsches Meisterschaftsfinale gegen Oftersheim Schwetzing. Siehste, die haben Florian Sauer und Dominik Sauer, ne? Die Zwillinge. Na ja, korrekt. Klar, hör mal. Auf das ein Schwätzing. Haben wir natürlich. Ja. War meine erste deutsche Meisterschaft. War aber auch die letzte. Nein, Quatsch. Also eine Jugendfrage. Ich bin jetzt nicht so der vierfache deutsche Meister im Seniorenbereich. Oh. Also ich kann nur in der Jugend damit angeben. Nein, Quatsch. Erzähl weiter. Entschuldigung. Auf das ein Schwätzing. Ja, ging es weiter. Die haben eine sehr gute Jugend und da bin ich dann in der A-Jugend gewesen und bin dann nach der A-Jugend-Saison direkt zu den Profis der Rhein-Neckar-Löwen gewechselt, weil damals war ja dieser große Umbruch, als der Sponsor hier jetzt bei Nielsen da weggegangen ist und viele Stars dann auch wie Čupić und so durch jüngere Spieler ausgetauscht wurden. Und in diesem Zuge bin ich dann gekommen und zu deiner Frage, wie der Unterschied vom Süden zum Norden ist, also wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte auch viele Vorurteile, aber die wurden alle sofort widerlegt. In dem Sinne, dass wirklich die Leute, die gehen auf dich zu, die sind sehr hilfsbereit, wirklich offen, warmherzig, immer einen guten Spruch auf den Lippen. Man muss sagen, der Humor, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil das schon anders da ist als im Süden. Aber wenn man weiß, was die Leute wollen, immer sehr zweideutig. Keine böse Absicht dahinter. Null. Ein bisschen derber, aber... Genau.
nicht persönlich nehmen. Okay. Ich finde, der große Unterschied zum Süden ist halt auch, dass die im Süden ist alles ein bisschen hektischer, weißt du? Ich finde, da ist das, da, hier ist einfach ein bisschen gelassener, die Leute sind einfach so, weißt du, an der Kasse, da hält eine Oma halt auch mal mit der Kassiererin so ein Schwätzen über ein paar Minuten und du stehst hinten dran und denkst so, im Süden, weißt du, da bist du schon blöd angeguckt, wenn du das Geld nicht aus der Kasse, aus dem Geldbeutel rauskriegst. Und hier ist einfach so... Erstmal gemacht. Okay, ist das auch ein Grund, Vertrag bis 2023, ja? Ist das ein Grund? Also geht es dir da oben so richtig, richtig gut und du bist, ist das deine, also was heißt deine Heimat? Deine Heimat wird wahrscheinlich immer Karlsruhe sein, aber dein Zuhause, du hast doch geheiratet, ja? Da oben, glaube ich, sogar? Genau. In Glücksburg? Wir haben in Glücksburg im Schloss geheiratet, genau. Meine Frau kommt ja aber auch aus einer Gemeinde direkt neben meiner Heimatgemeinde. Also wir kommen beide aus dem Süden. Sie kam dann 2017 mit mir hier hoch, hatte ja auch direkt einen Job. Und also wir fühlen uns beide sehr, sehr wohl. Wir haben ja hier unseren Hund bekommen auch. Und also die Nachbarschaft ist top. Wir haben viele Freunde gewonnen. Der Verein ist einfach sensationell. Die viel umschriebene SG-Familie ist wirklich also sehr, sehr geil hier zu spielen und diese Halle und das Ganze drumherum. Und deswegen würde ich schon sagen, es wurde für mich auf jeden Fall eine zweite Heimat und deswegen war diese Vertragsverlängerung auch eigentlich also nie zur Debatte gestanden für mich. Ich wollte hier auf jeden Fall oder will hier lange spielen. Okay, also klingt super, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch als Magdeburger jetzt in Lemgo heimisch, deswegen kann ich das nachvollziehen, wie das ist. Aber interessant ist auch, zweimal Meister mit den Löwen, dann gehst du nach Flensburg und ihr werdet direkt auch zweimal Meister. Hast du das vielgesagte Siegergehen mitgebracht? Oder also kann man das erklären? Ist natürlich ein bisschen Spaß dabei und ein Augenzwinkern, aber ist ja schon interessant. Anscheinend habe ich dieses Jahr das Abo nicht bezahlt, deswegen wurde es dieser. Naja, also, wie gesagt. Ja, lass doch mal die anderen ran. Lass doch mal die anderen Jungs ran. Einmal. Danach kannst du ja nochmal. Jordan hat auch drei Titel gewonnen, hat eine Pause gemacht und hat dann auch wieder drei Titel gewonnen. Vielleicht kommen die nächsten vier ab der nächsten Saison. Also, du weißt das selber, ich bin da realistisch. Also, klar habe ich vier Meisterschaften in Folge gewonnen. Aber trotzdem war das ja auch beim Rhein-Neckar-Löwen so, dass es ja schon auch, sag ich mal, meine Anfangszeit war und Krotzki war Stammspieler und so. Und natürlich habe ich meine Spielanteile gehabt und so. Aber ich bin natürlich stolz auf vier Meisterschaften in Folge. Trotzdem darf man das ja nicht überbewerten. Und natürlich war das eine verrückte Situation. Ich komme nach Flensburg und dann war es ja in der ersten Saison so, der Verein. Wir haben am letzten Spieltag gegen Göpping die Chance auf den Titel und wir vergeigen es ja fast und Göpping reißt nur mit sieben Leuten an und das sind ja verrückte Storys dahinter und deswegen, ich bin einfach froh, dass es so gekommen ist und genieße natürlich die Zeit. Ja, kann man ja auch stolz drauf sein, natürlich. Also, absolut. Es ist immer ein Mannschaftssport, also keiner gewinnt irgendwelche Meisterschaften alleine, deswegen, also ich verstehe, was du meinst. So, dass du das nicht so, ich war jetzt hier der Heilsbringer, aber du hast deine Berechtigung da zu sein und du hast vier Titel und darauf kann man stolz sein und die nimmt dir auch keiner mehr. Also das ist eine geile Sache und dazu kann man nur beglückwünschen. Mist, natürlich, was mache ich denn? Ja, jetzt haben wir von den Vieren gesprochen. Welche war denn die besonderste? Gibt es da so, das war die erste damit und dann komme ich nach Flensburg und dann war da wieder was Besonderes? Oder gibt es so eine, wo du sagst, das war ein absolutes Wow-Erlebnis? So, dass die steht noch über allen, weil du vielleicht besonders viel in dem Spiel gespielt hast oder keine Ahnung. Gibt's da eine von den vier Titeln oder von den vier Meisterschaften, wo du sagst, die eine ist es? Die Frage wurde mir auch schon oft gestellt und jedes Mal muss ich sagen, also so blöd es klingt, das hört sich echt abgedroschen an, aber jede Meisterschaft hatte ihre, wie gerade eben schon angerissen, die eigentliche Story. Bei den Rhein-Neckar-Löwen war es die erste für den ganzen Verein, dann die zweite war ja brutal, wo wir, glaube ich, vier Spieltage vor Schluss gegen THW Kiel zu Hause das klar gemacht haben mit einer brutalen Saison. Dann die erste Meisterschaft für Flensburg nach 14 Jahren, wo wirklich auf diesem Vorplatz, glaube ich, 15.000 Menschen nach dem Spiel gefeiert haben. Das war auch geisteskrank. Die letzte Meisterschaft mit Flensburg war ja auch mehr oder weniger
eine Saison, die man nicht vergessen kann, weil wir wirklich da durchmarschiert sind. Ich glaube, wir hatten ja, glaube ich, 28-0 Punkte oder weiß ich, also ich will jetzt nicht alles sagen, aber so ein Dreh und jede Feier, jeder Mitspieler, das war einfach besonders und das kann man nicht so einzeln bewerten. Es war aber auch immer irgendwo was Besonderes, ja, also die erste mit dem Löwen war Uwe noch dabei, die zweite nicht mehr. Und in Flensburg war es ja, glaube ich, ähnlich, das war dann noch mit Matthias Andersen und Tobbe und Thomas. Und die sind dann auch weggegangen und dann war ja die zweite Mannschaft quasi, die zweite Meisterschaft mit einer komplett neuen Mannschaft, so kann man ja sagen. Das stimmt, genau. Also deswegen, ja, das ist ja cool. Also ich finde, das hört sich gut an. Das ist alles verdient, wenn man dabei war. Das ist kein Zufall. Und deswegen, Glückwunsch dazu. Jetzt müssen wir einen Haken machen an diese Meisterschaft. Genug Selbstbeweihräucherung, Steini. Wir müssen noch ein bisschen, also ganz kurz ein bisschen privater werden. Ich habe natürlich mich versucht, ein bisschen zu informieren. Du bist tätowiert. Yes. Ja, ist das Einzige? Na, hier noch. Ja. Das habe ich gesehen, genau das habe ich gesehen. Also es folgen quasi noch mehr. Dann ist das so die bekannte Sucht. Es wird erstmal nur eins und dann wird es das nächste und das nächste und das nächste. Hast du vor, noch mehr zu machen? Und wenn ja, welche und wo? Also ich muss sagen, bei mir war es so, ich wollte auf jeden Fall immer Tattoos mit Bedeutung. Also mein erstes Tattoo, da habe ich die Initialen meiner Familie von meinen Geschwistern, von meinen Eltern mir auf den Arm machen lassen. Ja, cool, und das zweite Tattoo. War auch mein erstes. Kann ich das nachvollziehen. Und so kann es enden übrigens, ja. Also so sehe ich dann irgendwann aus, ne? Und das zweite war hier 19, mit der Nummer verbinde ich halt auch relativ viel. Und das war für mich auch nach dem zweiten schon klar, dass das auf jeden Fall kommt. Kann ich nachvollziehen. Also Familieninitialen und Nummern, okay, bin ich bei dir. Und ich bin schon am Überlegen, was als nächstes kommt. Okay, ja, ich könnte dir sagen, was als nächstes kommt, aber find's selbst heraus. Ich finde diese Tätowiererei, am Anfang war ich da auch ein bisschen so, aber ich mache das ja auch mit der Nadeltechnik, also Technik nicht mit der Maschine. Und das ist auch echt angenehm, finde ich. Also das war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, Alter, ich schrubbe mir das jetzt auf die Haut oder so. Von daher, ich finde das immer was Besonderes. Ja, muss es sein. Also ich bin auch, meine Tätowierungen haben auch alle einen Hintergrund. Und ich würde es immer wieder so machen und finde mich persönlich auch einfach besser mit Tattoos als ohne. Das ist so. Also ich kann mich zum Beispiel untätowiert nicht mehr so sehen. Aber ich finde mich tätowiert einfach besser. Punkt. Eine Frage noch. Ist ein Ding bei dir? Großes Hobby? Oder ich habe gesehen, du fährst im Sommer auf Mallorca irgendwie so Rennrad, Mountainbike oder was mit Freunden? Oder war das nur ein einmaliges Ding? Weil ich muss sagen, ich als Handballrentner jetzt habe mir letzte Woche ein Mountainbike gekauft und bin tatsächlich in den ersten 8 Tagen schon fast 200 Kilometer gefahren. Deswegen, also ist das ein Ding bei dir auch? Ich finde es fantastisch. Ich mag Laufen sowieso nicht und Biken, Mountainbike, Berg hoch, Berg runter und du denkst dir, was habe ich mir ja eigentlich gedacht auf dem Weg nach oben und du fährst runter und denkst, ja, also so ein Wellentäler-Ding, ich finde es fantastisch. Deswegen, bei dir auch eine Sache oder eher Zufall? Auf jeden Fall. Also ich fahre gerne Fahrrad, also auch im Urlaub, weil einfach man sieht so viel von der Landschaft. Ne? Also man kommt raus, auch wenn man, also wir machen oft auch mal im Sommer Cluburlaub, weil wir einfach sagen, ey, im Sommer Füße hoch und entspannt, weißt du, da hat man eine lange Saison hinter sich, da will man einfach mal runterkommen. Und dann aufs Fahrrad durch das Land touren, das macht Bock und deswegen waren wir jetzt, ich war nicht in Mallorca, sondern ein paar Mal jetzt in der Türkei haben wir das gemacht. Okay. Oh, das hat richtig Spaß gemacht mit Mountainbike und ich bin jetzt auch gerade mit meiner Frau am Fahrrad kaufen. Ich hole mir so ein Gravelbike, das ist so ein Rennrad, wo man auch Offroad fahren kann. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, auch hier ein bisschen in Flensburg rumzutouren und das ist schon so ein Ding, wo ich richtig Bock drauf habe. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Da komme ich nach Lemgo gefahren, teuer. Flensburg, Lemgo. 500 Kilometer, sage ich dir. Sind das? Uiuiui. Also ich arbeite gerade darauf hin, von Lemgo nach Magdeburg zu fahren tatsächlich. Das ist geil. Ja, das sind 230, also bis zu meinen Eltern 220, zu meinen Schwiegereltern 240, also sagen wir die Mitte 230. Meine längste war
gleich am ersten Tag 60 am Stück. Das ist schon sportlich, sag ich mal. Das geht schon klar, ja. Da gibt es gute Zugverbindungen, wenn du nicht mehr kannst. Das ist das Problem. Ich habe tatsächlich ein E-Mountainbike, fahre es aber fast ohne Motor. Also das Ding wiegt 21 Kilo und du brauchst so viel Kraft, um das zu bewegen. Aber es ist einfach geil. Und vor allem der Sportler in dir sagt einfach, ja, lass den Motor aus und dann bam. Und deswegen, also ist ein ganz großes Ding von mir und ich hoffe, dass ich das auch in der nächsten Zeit, ja gerade jetzt in der Zeit, wo man ja sowieso nicht viel machen kann, in seinem Sport oder in der Halle, ist das für mich ein sehr, sehr großes Ding und auf jeden Fall eine coole Ablenkung. Ja, was haben wir? Wir haben alles. Wir haben dich privat ein bisschen kennengelernt. Wir haben über deine erfolgreiche Zeit gesprochen. Ich kann sagen, bleib gesund. Viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Dankeschön auch. Hat mich gefreut. Bleib gesund, viel Erfolg und du auch, bitte. Eine schöne Sommerpause erstmal. Ja. Solange ich dir auch gehen mag, sag ich mal. Dankeschön, dir auch. Ich danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.